Vor allem kleine Kinder haben ein bezauberndes Lächeln. Sie strahlen einen mit einem von Herzen kommenden Lächeln oder gar Lachen an. Mir geht da immer das Herz auf. Lächeln ist eigentlich keine große Sache. Eine Kleinigkeit, bei der allerdings ganz schön viele Gesichtsmuskeln beteiligt sind. Für Lachen muss man sogar weniger Muskeln in Anspruch nehmen als für das finstere Dreinschauen. Dafür muss man nämlich 54 Muskeln im Gesicht benutzen. Beim Lachen dagegen sind es nur 43. Und ein Lachen tut einfach gut. Lachen ist ansteckend. Wenn jemand so richtig von Herzen lacht, dann kann man fast nicht anders und muss einfach mitlachen. Lächeln, jemanden anlachen, ist die einfachste Form der Kontaktaufnahme. Und man kann damit auch andere einfach erfreuen. Mit Maske, zugegeben, sind wir gerade etwas eingeschränkt, aber Lachen und Lächeln geht auch mit den Augen. Und wenn wir auf der Straße sind und mal keine Maske tragen oder zu Hause oder bei der Familie oder Freunden und so, dann den anderen einfach mal freundlich zulächeln. Das erhält sicher so manchen Tag. Fürs Lächeln braucht es auch keine Worte. Diese Geste versteht man gänzlich ohne Worte. Kinder lächeln und lachen viel mehr als wir Erwachsenen. Wir können uns also da einiges von den Kindern abschauen. Ich lache gerne und viel. Meine Mutter erzählt immer wieder, dass ich als Kind bereits viel gelacht habe und es gibt einige Fotos, wo ich im Kinderwagen sitze und lache. Bis heute ist das so. Und klar, gibt es auch bei mir mal Tage, da ist mir so gar nicht nach Lachen zumute. Aber ich merke, dass es mir viel besser geht mit Lachen. Ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag, hat der Schauspieler und Komiker Charlie Chaplin mal gesagt. Da hat er völlig recht. Lachen tut so gut. Ein Lächeln bei einem anderen zu erhalten, streichelt die Seele. Und es fühlt sich auch für einen selber richtig gut an, wenn man lächelt und spürt, dass man damit sein Umfeld erfreut. Von daher, einfach mal mit einem Lächeln durch den Tag gehen und ab und an gerne auch mal herzlich lachen. Das tut der eigenen Seele gut und ist für andere auch ein Geschenk. Bleibt gesund und von Gott behütet, eure Pfarrerin Veronika Marfriedis.